Onlyfans Models bewerten die Rhinos. Ich hab schon wieder keinen Bock. Die Rhinos-Kanal. Und zwar, wir haben heute vier Erotik-Models eingeladen. Die werden gleich hier hinter dieser Scheibe stehen. Hier können Sie nicht sehen, Sie sehen aber uns und werden uns dann von 1 bis 5 bewerten. Nachdem wir bewertet worden sind, müssen wir herausfinden, welche Kategorie kann es gewesen sein. Wir wissen von nichts, ich bin wirklich sehr gespannt. Let's go. Hi, ich bin Eva, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Solingen und bin Model bei Onlyfans. Hi, ich bin Silly und ich bin Streamerin, aber auch Onlyfans-Model. Vielleicht kennt mich der ein oder andere aus dem Tomatenbox-Video. Ich bin Fiona. Die ist so iconic. Fiona Fuchs aus Köln und ich drehe Pornos und mache Webcam. Hallo, mein Name ist Hannah Secret. Ich bin bekannt in der Erwachsenenwelt und ich mache ja Webcam, Schmuddelfilme, aber natürlich auch YouTube und Social Media. Wer hat den höchsten Bodycount? Ich moderiere die auf die eigene Meisten mag es jetzt. Wahrscheinlich. Nee. Entschuldigung. Also, ich sag Marc 1, Tim 2, Evi 3, Nico 4, Sascha 5. Auf die 1. Okay, krass. Dann mag dann Marc 2 und Sascha. Ich glaube, Sascha wird hier auf die 5 setzen. Ja, aber Tim, ja. Aber unsere Tochter muss doch auch, ne? Oh, wir hatten Montag eingeladen. Wieso haben wir ein Schild von dem? Keine Ahnung. Wie auf die 1? Wie auf die 1? Ah, wer am hässlichsten ist. War die 1 mal gut oder schlecht? 1 ist immer am besten eigentlich. Marc einmal auf die 2. Ja, es ist hässlich, Marc. Es ist hässlich. Nico auf die 3. Ja, jetzt macht alles Sinn. Schlechtkrankheit. So was dann? Ich stehe so falsch. Okay, warte. Ich hab's. Warum seid ihr alle schon wieder so dunkel angezogen? Ich hab's. Sascha. Was, warum Nico so wenig? Nee, nicht warum Nico so wenig, warum die anderen mehr? Das ist doch hier die Frage. Geschlechtskrankheit. Da wäre Marc auf der 1. Warte mal ganz kurz, wir müssen echt das klassische Prinzip anwenden. Du bist auf der 1, erst auf der 5. Das heißt, ihr beide unterscheidet euch in der Kategorie am allermeisten. Ja, 5 ist am sympathischsten, 1 am unsympathischsten. Komm auf die 2, sagst du? Ja. Vielleicht Bart? Oh ja, Bart! Bart! Ja, oder wer hat die beste Haartransplantation? Oder, stimmt, wer am ältesten aussieht. Das könnte auch sein, ne? Vielleicht sehe ich älter aus als Marc. Ja, aber Tim wäre ja locker auf der 1. Ey, Bart ist ein guter Call, Bart, ehrlich. Okay. Vielleicht irgendwas mit Reno? Vielleicht mit der... Also du meinst, wer den längsten Reno? Vielleicht mit dem kleinen Reno? Aber ich glaube auch bei Revi, da weiß man schon, da ist nichts. Also du meinst, die machen einen soften Einstieg? Bart könnte ein Call sein. Aber was haben wir denn gemeinsam? Ab und zu mal einen Besuch im KitKat, das war's. Wer ist am kranksten im Kopf, könnte man auch fragen, ne? Oh ja. Wer ist am verrücktesten mit dem coolsten Bart? Okay, wir sagen, wer ist am verrücktesten? Nein. Wer ist am verrücktesten? Ist es weit entfernt davon, oder was? Ja. Sind wir mit dem Bart näher dran? Nein. Okay, dann geht's um den Reno. Es muss der Reno sein. Ey, ich glaube tatsächlich, wir müssen heute mit dieser Nummer, mit der sexuellen Nummer gehen. Wer ist am besten im Bett? Ich glaube tatsächlich, das ist die erste Frage. Was rede ich auf der einen Seite, ob der so viele hatte? Weiß ich nicht. Boah, das will ich nicht aussprechen, dann mach du das. Das sag ich nicht. Wir denken, die Frage ist, wer von uns am besten im Bett ist. So Bettdecke hinrichten. Kopfkissen. Das ist falsch. Das ist falsch. Falsch. Gut, danke. Falsch. Bodycount. Bodycount! Oh, nein! Alter, dann sind wir okay. Ich würde jetzt eine Auflistung machen. Pass auf, Auflistung ist, und das denken viele nicht, Tim 1, Nico 2, Marc 3, ich 4, Sascha 5. Also, du während deiner Fimo-Zeit jeden Tag mit 6 Frauen Sex hattest. Stimmt nicht. Ich glaube, ich bin auf der 5. Beelzebub! Da stehen jetzt 4, 5 Damen und die denken wirklich, dieser dahergelaufen ist. Ich weiß, interessieren. Die denken so, ich sag mal die Zahlen. 2, 3, 4, 5 und er ist bei 6. So. Wer ist der attraktivste? Ich hätte tatsächlich gesagt, Revi auf die 1 und danach Sascha, aber ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Ich finde die unfassbar cute. Ich bin dabei, die Marc ist halt nochmal so eine ganz andere Kategorie. Ich stehe halt eher so auf. Das Witzige bei Marc ist, Marc ist so. Der Traummann für Männer aber. Egal, mit wem ich gesprochen habe, in der Zeit, wo ich mit den Jungs unterwegs war, haben immer Typen zu mir gesagt,
Boah, Marc ist der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Du Glamiger, deswegen will ich Marc auf die Einzelhörer. Ich finde, Marc steht auch gut. Er ist einfach so schön. Ja, und die eine schöne. Ja, ja. Guck, wer die Kopfhörer nach hinten macht, dann die Haare. Ich mag kein Bart, also ich würde wirklich diesen Bart reinfolgen. Ja. Ist das schon die Trennung? Bitte tauschen. Ja, das klingt so gemein, ne? Weil Tim ist ja nicht hässlich. Nein, Tim ist wirklich. Aber wir sind alle recht groß, okay. Und Revi, bleibt der dann stehen auf die Füße? Ich hätte gesagt, ich tausche mit Lita. Ja, das steuern wir. Dann kommt es jetzt einfach mal auf die Größe an. Es kommt auf die Größe an. Und den Tim würden wir gerne mal auf der 5 sehen. Jesus Christ. Dann Revi und Nico bitte noch einmal tauschen. Ja, Marc steht schon richtig. Haben wir es auch schon. Okay, Jungs, eine Sache ist mal klar, es wurde viel diskutiert gerade. Es hat lange gedauert, ne? Ja. Und dass ich dann auf der 4 lande, finde ich eine Frechheit. So, es kann ja auch sein. Also ich habe natürlich auch schon von Frauen gehört, dass das schön ist, ne? Jetzt so ist nicht, aber bei Männern war das immer sehr... We will wenn der es am wenigsten bleibt, dann ist gut. Es ist super simpel, es geht einfach um die Größe. Die haben einfach mal ganz normal... Ja, aber dafür hat es zu lange gedauert. Könnte Alter sein, Alter. Weil sie unser Alter nicht genau kennen. Könnte das sein? Sascha sieht immer aus. Ja, und ich finde, ich finde Sascha sieht am jüngsten aus. Ja. So, jetzt bist du die 5, Marc ist die 1. Was ist das Ding? Gegensatz zwischen uns beiden. Genau, ich wo unterscheidet ihr euch krass? Intelligenz. Ja. Aber warte mal, wer ist der Dümmste, meinst du? Ja, wer ist der Dümmste? Wer ist der Dümmste? Dann stehe ich hier schon verdammt richtig. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Letztes Mal hatten wir ja noch die Style-Geschichte. Ja. Na, die könnte es dieses Mal wieder werden. Ja. Und Marc hat sich heute wirklich ordentlich rausgeholt. Ja. Also sagen wir mal so, ich würde es Marc schon gönnen, wenn er heute den Ort ja. Komm, wir spielen den jetzt mal, weil wir es Marc auch wahnsinnig gönnen. Ey, ist es der Style? Nein. Es ist nicht der Style. Es wäre auch hart gewesen, wenn Tim und ich mit Ulla Kalle Outfits auf den letzten Plätzen gewesen wären. Stimmt. Wir denken jetzt mal in die andere Richtung. Wer ist der Beste mit dem Licky Licky Wino? Was? Also Marc, du bist heute echt. Also Marc, was war das gerade, Bro? Was ist los mit dir heute? Hä? Du meinst, wer ist der beste Verwöhner? Ja. Okay. Der beste Verwöhner? Ja. Okay. Da, guck mal in die Augen. Film mal die Augen von Tim G im Klo. Nein, guck mal in die Kamera. Guck mal. Der Mann verwöhnt zu Hause die Yoga-Lehrerin. Ich glaube, es geht ihm in die Verwöhnrichtung. Ohne Witz. Aber warte mal, aber dann wäre ich auf 1. Denkt man, ich bin so ein Verwöhner? Doch. Nein, man denkt halt einfach, du hast es schon so oft gemacht, das muss schon gut sein. Nein, ich sag ehrlich, Reno-Größe. Guck mal, für die Frauen ist es ja immer schwer zu sagen, wer hat den heftigsten Reno. Aber sie sind jetzt hier ein bisschen nach Körpergröße gegangen, deswegen vielleicht denken sie auch an Körpergröße, Reno-Größe. Kann recht sein. Ja, also ich würde sagen, dein Respekt an die Frauen, da sind sie wirklich komplett richtig. Also so eine Punktlandung. Dann messe ich tatsächlich auf die 5. Ja. Also, ich sag mal so, falls es das ist, machen wir einfach Beweis gleich. Jeder holt einmal raus und messen. Ja. Können wir dann, ja. Ist gut. Ja, wir machen Spiegelgröße. Wir nehmen die Reno-Größe. Geht es um die Optik? Ja. Oh. Es geht um die Optik. Ah, es ist aber nicht doch das Outfit. Nein, es ist nicht der Style. Wir haben das schon gefragt. Was mit Aussehen? Ah, nee. Aussehen. Du bist der bestaussehendste Mann. Du bist groß, du bist schön. Ey, ich hab beim letzten Mal schon gesagt, Nico, du weißt es. Für mich wärst du die 1. Bei Aussehen? Ja. Jetzt mit der Haartransplantation, sag ich dir ehrlich. Ja. Also, wir loggen ein Aussehen. Wer ist der beste Aussehen? Ist falsch. Richtig. Oh. Digga, was du nicht erwähnt? Bitte, Alter, du bist ja absolut geschmack und eine Frau plötzlich. Ja, ausrastet. Ja, unfassbar hier. Ich weiß nur, heute Abend noch ein Date. Hi, I am Shahida from Gaza. I will not forgive anyone that watched this video without sharing it. Reno, hör mich hier die Folge vorbei. Also, ich sag euch ehrlich, Marc kann man auch den Marc müssen wir es geben. Ich glaube, Nico ist wirklich ein bisschen angefressen. Ich bin raus, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Dürfen wir noch eine extra Frage stellen? Ist es bei Nico vielleicht optisch ein bisschen an den Haaren gescheitert? Weil eigentlich sieht er ja anders aus. Nein. Ja, und mit den Haaren. Super, ich denke, Haaren. Mit den Haaren, Bro, weil die gerötet sind, hast du gesagt. Ja, das gut. Aber dieses Nein war wirklich sehr einfach. Und das Nein kam so schnell. Ja, alles gut. Wer hat die meisten Freunde? Ich wie auch die 5. Ich glaube, Sascha hat viele Freunde. So, Revi auf die 1, Marc auf die 2, Sascha 3, dann Tim, dann Nico, dann Tim. Der ist auch so sympathisch. Ich glaube einfach, der hat auch ein bisschen Leute kennen, der redet viel. Also Nico,
vielleicht auch der Schläger, so, wenn man so ein Couple ist, gehen wir dann auch. Neue Leute kennen und so. So in der Mitte, wie liegen wir in der Mitte irgendwo? Die 1 und die 5 tauschen einmal. Wie bitte? Die 1 und die 5. 1 bleibt stehen. Und dann tauscht Sascha auch noch mit Nico. Oh, wir beide. Aber die letzten, Alter. Die letzten Reno. Die allerletzten Reno. Das war's. Okay, das war's. Tim, die meisten Freunde? Das kann nicht sein. Steuerschulden. Okay, das ist Steuerschulden. Es geht um Steuerschulden. Mach den letzten Platz. Warum? Intelligenz, diesmal haben wir es. Nein, Tim und Marc, ihr seid wieder am meisten voneinander entfernt. Tim ist diesmal auf der 1, du bist auf dem letzten. Ich glaube, es geht um die Intelligenz, also wirklich. Ja, da steht Nico völlig falsch hier. Dann wird er gar nicht mehr bewerten werden. Ja, wobei, da wäre Sascha auch hier auf der 4 völlig fehl am Platz. Ja, ja. Ich glaube, wer würde als erstes einen Dreier haben? Oh, das ist ja nicht nur Nein, bei Tim sind es ja 4 Leute. Also, okay. Nein, weil Tim ist zu clever. Außerdem ist Tim eher so, wenn er so unter Leuten ist, ist es dem zu viel. Der will zu Hause sein, irgendwelche Wissenschaftsbücher lesen. Okay, Tim Gabel ist vorne. Ich denke mal, das hat was mit eloquent. Wer drückt sich am besten aus? Ja, aber man kennt ja, wenn man Tim jetzt nicht kennt, würde man jetzt, wenn ich denke, was der ist von der Außenwirkung vielleicht. Ja, man hat doch gerade schon was gesagt. Ist ruhig. Wollen wir mal Intelligenz rein? Lass uns mal versuchen. Ja, okay. Also ich frage erstmal Sascha aus. Wir wählen das Thema. Halt doch mal kurz euer Maul. Wir wählen das Thema Intelligenz. Nein. Wer würde am ehesten Kinder bekommen, könnte auch sein so. Familien. Yo, ich als Opa? Ich bin dran, Bro. Ist es eine Persönlichkeitseigenschaft? Nee. Ich würde nicht wirklich. Hat es was mit der Reno-Größe zu tun? Okay, es ist keine wirklich, aber sie haben so rumgedruckt. Das heißt also, es könnte sowas sein wie, gibt man Geld aus? Ja, oder halt genau sowas halt, so materialistisches sowas. Ja. Ganz kurz, Geschäftstüchtigkeit, so Geschäftsmann. Ja, Business. Wer ist der beste Geschäftsmann? Business irgendwie so. Das könnte, aber das sehe ich aber nicht. Aber da auch steht halt Nico auch wieder völlig nein, falsch. Nein, das geht los. Oh, da bin ich nicht vor Marco bei Office. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wer am ehesten noch so am Wochenende rausgeht, weißt du, wer nicht so zu Hause rumhockt. Ja, aber dann bin ich. Weißt du, Sascha, danke. Nein, du sitzt am ehesten zu Hause. Ach ja, so. Aber das können ja andere. Achso, so meinst du? Wer ist ein Partymuffel? So was? Also Partymuffel. Ja, das könnte sein. Also welche. Ich hab's ganz klar, Sympathie, da stehst du richtig. Nein. Lass uns Sympathie einloggen. Nein, aber sie haben doch gesagt, ist was gerade dahin ist. Eher nicht. Ja, also wäre etwas klein und Business, hätte ich gesagt, ganz klar. Ja, low-key schon dann so ein bisschen, ne? Dann geht eigentlich die Business-Richtung. Könnte man, lass uns Business versuchen. Ja, lass uns Business versuchen. Wer ist der beste Business-Mann? Wer ist Business-Mann? Wer ist der beste Business-Mann? Ist das richtig? Nein, es ging um, wer hat die meisten Freundschaften? Die meisten Freundschaften? Boah, das ist doch ein schönes Kompliment. Wer hat die meisten? Also Marc, du hast da unbeliebter Typ, aber gut aussehen dafür. Ja, aber warum siehst du aus, dass ich viele Freunde Weil du ein kommunikativer Typ bist. Aber woher wisst ihr das? Ja, aber er ist zu eloquent dafür, dass er halt viele Freunde hat. 100% ist Tim bei den meisten Leuten, wenn die das Maul aufmachen, abgefuckt. Weil die nicht auf dem gleichen Level sind. Ja, auch. Ich glaube, Sascha ist so ein Typ, der wird jetzt mal so extrem viel. Vielleicht ist er das Gegenteil. Vielleicht ist er so ein richtiger Tricks. Der muss uns Finger. Könnt ihr mal eure Finger zeigen? Ja, es geht um den Reno. Scheiße. Ich habe gerade so ungepflegte Hände, Alter. Ich habe richtig gute, muss ich sagen. Vielen Dank, Hammer. Ja. Ich würde sagen, je nachdem, was wir jetzt betrifft, diese Kämpfenrichtung und wirklich ein bisschen ausgefallen aus der Finger, dann ist natürlich hier die Kämpfe, die wir jetzt im Ring. Das ist doch Sascha. Oder? Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich auch. Sascha ist doch so richtig solide, ein Liebhaber. Wer weiß am meisten, was auch. Wer hat heute schon mal gefunden? Ja, Tim ist bescheiden. Also ich sag mal so, die ein oder andere Person, die da steht, kann auf jeden Fall den ein oder anderen Mann auf der Gegenseite bewerten, weil man es am eigenen Leib erfahren hat. Also die Entscheidung ist wirklich schwer gefallen. Ich glaube, ich weiß die Kategorie schon. Ich auch. Also, mit den gammeligsten Fingern. Nico geht einmal auf die 4. Es muss wieder was Optisches sein. Nico geht auf die 3.
jetzt mal ganz, ja. Ich dachte auch, also, wer ist der Gepflegteste? Ja. Ja. Also der Tipp mit den Händen, der ist ja geisteskrank gewesen. Ja, ja. Oder die wollen uns irreführen. Okay, wir haben ja jetzt alle keine räudigen Hände, ja? Ja, warte mal, aber ich will jetzt nichts sagen. Ja, aber bei Marc ist es schon wurstig, ne? Das siehst du auch an der Fleischstelle bei Edeka. Du hast heftige Wurstfinger. Es geht um den Minogröße. Wer hat den kleinsten Mino? So. es geht um die Gepflegtheit. Ich muss den Punkt halt nehmen. Es geht, wer ist der Gepflegteste? Sascha? Wahrscheinlich wirklich. Ja. Absolut. Das müssen wir auf jeden Fall einmal einloggen. Wer ist der Gepflegteste? Ja. Das ist nicht. Ja, die wollten uns irreführen. Was kann man noch von Händen ablegen? Ey, wer ist am fingerfertigsten? Handwerklich begabt. Ja, na klar. Nein. Wer macht am wenigsten den Colorino? Und dann kaufe ich noch einmal durch. Vielleicht kommt der Ring, alles gut. Ey, Boni. Also, wir locken ein. Wer macht am meisten den Colorado? Nee. Am besten im Bett. Am besten im Bett? Ich hatte erst mal einen. Halt, komm. Dann bin ich echt. Was bringt euch zu der Annahme, dass ich hier so mit Abstand der schlechteste Mino bin? Revi ist sehr weit vorne, ja, tatsächlich. Ja, ja. Ich spreche aus Erfahrung. Ich sehe Tim Gabel tatsächlich auch im vorderen Bereich. Wow. Ja, weil Tim Gabel halt auch dann wieder der Typ ist, der Bücher darüber liest. Der Typ alles durch. Er ist der Erfinder der Klitoris, er weiß genau, wo was ist. Also für mich muss Marc ganz klar auf die Eins. Nein, ich glaube, auf gar keinen Fall. Ich sag jetzt nochmal kurz abschließend. Es gibt nicht gut und schlecht, sondern es gibt nur zwei Menschen, die harmonieren und dann miteinander glücklich sind. Guck mal, wie viel ruhiger der spricht. Wer ist der Lustigste? Lustigste ist Nico, würde ich sagen. Ja, weiß auch nicht. Ihr steht alle gut so, wie ihr steht. Wir sind so richtig? Keine Ahnung. Wer hat den größten... Ey, komm, lass einloggen. Wer hat den größten... Also man merkt den Einfluss bei Marc bei dir extrem, ne? Ja. Mit wem würde man als erstes eine Familie gründen? Ich glaube, es geht in die Richtung. Was ist denn an dem so falsch an dem Jungen? Gucken wir doch an. Ja, ich mache richtig gut. Ich glaube, woran wir denken können, weil du hast vorher gesagt, du hast schon ziemlich viel Scheiße gelabert. Ich? Vielleicht ist es jetzt so, dass du den Jungen wärst. Der ist am nervigsten. Ja, das bin ich. Ja, wer ist am nervigsten? Ja, das war gut. Oh shit, wollen wir das aber mal machen? Ja, wir loggen das ein. Wir loggen ein, wer ist der Nervigste? Nein. Wer ist der Ehrlichste? Ich stehe auf der 1, es muss was Negatives sein. Es ist eine optische Sache diesmal. Nein, aber ey, alle Sachen, die wir bis jetzt hatten, waren entweder Aussehen oder Sex. Ne? Ich glaube, es dreht sich echt irgendwas charakterlich. Ja, vielleicht glaub, ist es laut und schlecht. Es ist eine Persönlichkeitseigenschaft? Ja. Okay, ja. Stark. Oh, okay. Dann wirklich, wer ist der Ehrlichste? Wer ist der Vertrauenswürdigste? Der Lustigste. Oh, Vertrauenswürdigste ist nicht schlecht. Hat auch eine Negativ. Der Lustigste kann auch sein. Wer ist der Lustigste? Lustigste. Kann auch negativ sein. Ja, ne? Nein, der Lustigste. Lass Lustigste einloggen. Wer ist der Lustigste? Ja. Das ist richtig. Oh, Dankeschön. Erster Punkt, Digga. Ich komme ja heute mal gut weg. Aber ich finde, wenn wir uns selber ranken müssten, also Marc auf die 1, ja, dann würde ich sagen, Marc. Ich bin auf der 2 und dann stimme ich schon richtig. Nick auf der 3, ich auf der 4, du auf der 5. Bei mir ist halt die Frequenz. Ich feuer hier raus. Hier geht es leer, aber manchmal hält es. Ja, ja. Gestern hat brutal. Gestern hat es mich gegeben. Ja, gestern hast du echt einen aufgespielt. Das ist nur Frequenz. Gestern muss man wirklich. Danke, Bier. Die Sagen wurden hier echt Tränen vergossen auch. Sehr gut, danke schön. Nächste Runde, oder? Wer wäre der beste Drehpartner? Nächste Runde macht natürlich am meisten mit. Nico ist auch relativ selbstbewusst. Früher wäre er vielleicht auch offen für sowas gewesen, kann ich mir vorstellen. Ja, aber seiner Beziehung. Aber wenn du nicht selbstbewusst und kein Bock hast, dann kannst du glauben. Ja, gut. Revi ist sich richtig anerkennt. Ja, so ja, doch, stimmt. So. Doch, Revi ist sich klar. Ich kann nichts sagen. Ich stehe wieder richtig. Wir stehen wieder richtig. What the fuck? Also Humor hatten wir jetzt gerade. Was mit so Fetischzeug? Also wer hat den abgefucktesten Geschmack von uns? Naja, wer ist am versautesten? Ja, versautesten ist ja. Ich denke immer so.
Da muss Tim auf die Eins. Ja, aber warum? Wegen dem Schmuck und so. Ja, ja, voll. Du hast ja auch so dicke Ketten, weißt du, dass man. Deshalb bin ich jetzt krank. Nein, wir, das könnt ihr einmal offen. Nein, ihr wirkt offener, wir wirken reservierter. Wir locken sein. Wer ist denn kleine Drecksau im Bett? Geht in die richtige Richtung. Aha, Tim. Tim, stark. Der Tim, die richtige Richtung ist aber noch nicht genau. Wer hält am längsten durch? Dann ist es die Nummer. Wer hat die Ausdauer? Ja, Revi, denkst du? Okay, warte, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn die uns von Sexualitätsspektrum geordnet haben? Von oder Offenheit, was das angeht. Könnte Florian sein. Könnte von ja, da wäre ich aber die saftigste Eins hier. Ja, das ist da muss man mich aber mal ganz gefährlich auf die Einschränkung. Ich glaube, Spektrum ist es nicht. Nee. Offenheit meinst du? Offenheit vielleicht so, ja. Muss ja nicht gegenüber anderen Geschlechtern oder so oder eigenem Geschlecht sein, sondern... Ich finde, sexuelle Offenheit ist gar nicht so... Ja, ne? Ich würde es halt zusammenfassen, was wir davor gemacht haben, aber wir das fragen. Sexuelle Offenheit? Nein. Okay, wir lösen auf. Ja. Wer wäre am ehesten als Pornodarsteller geeignet? Ja, aber reden Sie sich auf eins. Ich finde, er ist ein klassischer. Warum? Ja, irgendwie schon. Ja, ich finde auch. Mann, du bist immer der Abgefuckte. Ja, ja. Das ist einfach so. Brusthaare, offenes Hemd, Riesendödel. Ja, mit so einem blauen Mann noch. Ja, und ja, 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 offen. Ich muss den Rohr verlegen. So einfach. Ja, ich hab Bock auf einen kleinen Reno, oder? Also ich glaube, ich würde uns, also ehrlich jetzt, ich glaube, ich hätte uns auch so gerankt. Ich meine, ihr seid doch die Einzigen mit einer guten Hobbysammlung. Hobbysammlung? Nächste Frage. Wer hat den besten Style? Und das ist echt Geschmackssache. Da bin ich zum Beispiel, ich hätte nur... Nein, Hannah hat nicht mit Nico gedreht. Quatsch. Das ist auch überhaupt nicht meins, gar nicht. Ich finde Tim auch wirklich schön. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, echt Sascha irgendwo ganz nach vorne packen. Also ich würde, also wenn es nach mir geht, steht richtig. Ja, also bin ich auch für, aber ihr seid da ja eher so Marc. Es ist halt nur die Hose, die Frage. Und ich finde halt dieses. Ich finde halt den Hose und Tim ja, okay, gar nicht. Müssten Pornodarsteller und Bett nicht die gleiche Reihenfolge sein? Nee. Ich glaube, du kannst gut im Bett sein, aber. Ein fürchterlicher Darsteller. Und andersrum. Die Schuhe schlimmer. Ja, stimmt. Die Schuhe sind schlimmer. Ja, das stimmt. Also ich hätte gesagt Tim und dann Nico. Oh, das war jetzt eine schwere Geburt jetzt hier gerade, oder? Also das gesamte Team hat gelacht. Also das gesamte Team hat gelacht. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie sie uns ranken. Nico geht bitte auf die 4. Das ist die Reno Länge. Tim geht auf die 3. Sascha geht auf die 2. Und Marc geht mit auf die 1. Nee, mit auf die 1. Mit auf die 1. Soll ich auf die 5? Wir haben eine Premiere, Bro, das gab es noch nie. Ja. Und jetzt geht es nämlich darum, welche zwei würden mal richtig gefreden. Okay, also wir beiden sind komplett cooles. Also, ich fasse zusammen, dadurch, dass wir auf der 1 stehen, muss ist halt Nico sein. Der Schlechteste. Also eigentlich bin ich auf der 5. Es könnte vor ihr Dummheit sein. Marco nicht auf die 1. Nein, es ist nicht Dummheit. Hallo. Dieses irgendwann muss das kommen mit der Himmellänge. Nein, aber dann fühle ich mich angegriffen. Wieso? Warum? Weil dann teile ich mir nicht die 1. Ist die Entscheidung bezüglich Nico schnell gefallen oder habt ihr euch damit auch so schwer getan? Nein, bei allen schwer. Okay, wir stellen eine Frage. Geht es, also ist es was Körperliches? Was Optisches. Okay, was Optisches. Ja, vielleicht ist es dann der Star. Boah, Tim und Nico werden jetzt so angepisst sein. Das ist der Star. Wir locken den Style ein. Das ist korrekt. Ja! Es gibt manche Momente im Leben, die sind hart, aber Nico ist dann nicht. Nach dem Video, der ist fertig. Alles klar, letzte Frage. Wer hat den größten? Das ist auf jeden Fall jetzt nicht. Ich bin noch nicht durchgeschwommen. Das jetzt nur so sagen, ob die jetzt nur sagen, der hat so eine Keule, weil er wirklich eine hat. Ich weiß nicht, bestimmt bei irgendeinem Trinkspiel haben wir das mal, ne? Also warum haben wir mal so ein Foto gezeigt von Marc? Ich weiß nicht, ob das fake war. Ja, da hat er einen großen Reno. Er sagt ja auch selber, dass er nichts hat außer sein Reno. Also, ja, stimmt, hat er eben. Und Nico hat eben selber zu sich gesagt, ja, ist vielleicht nicht der Beste im Bett und hat auch nur eine kleine Anspielung gemacht. Was denkt ihr denn über Tim? Ich kann es gar nicht einschätzen. Lies sich mal seitlich drehen und mal. Also ich glaube, das Reno total offen ist und so, aber ich könnte mir zum Beispiel bei Reno vorstellen, dass der so Durchschnitt genau. Hat. Genau. Dass er nicht den größten hat, aber genau. Das ist so witzig. Das ist halt auch ich glaube, genau. Nicht, dass er den kleinen. Bitte einmal seitlich stellen. Ja, es geht um den Po. Sag direkt, ich kann mich auch drehen. Okay. Okay. Mach dir deine Kamera nicht. Okay.
Okay, also Marc auf die Arme. Marc, ja. Oder, ja, ja, das ist nicht der ganze Sache. Ja! Wie ist so dieses Durchschnittsding? Durchschnitt? Sascha hatte eine super weite Hose, aber man sieht nichts. Ja, aber bei solchen kann ich mir jetzt mal richtig gut vorstellen, ne? So still und unscheinbar und dann auf einmal. Ja, auf jeden Fall. Zu dem Papa ein richtiger. Ja, ne? Sascha auf die drei macht. Ja, okay, bin ich auch sehr. Okay. Aber gehen wir davon aus, dass Rivi den Kleinsten hat? Das ist wahrscheinlich eher so ein Techniker. Ja, ja, genau. Ich bin gespannt. Ja, nichts Gutes. Seitenprofil technisch. Baby, einmal auf die 5. Die Schwanzlänge. Jetzt haben wir es. Tim, bitte auf die 4. Marc auf die 1. Sascha und Nico, bitte einmal tauschen. Ey, Rudi. Nico. Nico. Aber jetzt stell dir mal Reverse vor, es ist was Negatives. Ja, genau. Okay, wir mussten uns seitlich hinstellen. Es geht ja jetzt, wir wissen es, es geht um was Optisches. Ja, ist Seitenprofil. Seite kann niemals, aber Seite kann vielleicht noch untermalen, den Aufbau, den Bauch vom Körper. Aber was? Das ist auf jeden Fall interessant. Der hat einen guten Körper, das sieht man ja schon. Nee, ich hab nicht so Rundrücken leider. Vielleicht, wer hat den Nase und dann halt für die Ringlänge? Vielleicht bin ich vorher schon mit kleinen Schwanz zusammen. Oh, wäre völlig in Ordnung. Also, lass uns doch kurz fragen. Ringlänge ist es, ich glaube nicht. Ist es was Körperliches? Ja. Ist es die Schwanzlänge? Ja. Es ist die Ringlänge. Wir haben die besten Leute heute ausgesucht, die man aussucht. So ab, er wird heute Nacht nach Hause kommen oder heute Abend vom Spiel geschehen und sich denken, scheiß auf die Fragen davor. Meine letzte Frage war ich noch auf der 1. Wie würdet ihr uns kategorisieren? Denk mal, ich würde mit Nico tauschen. Ich würde tatsächlich auch mit Sebastian. Ey, Bro, ist so alles okay, das ist Gott gegeben, so ist es halt einfach. Ich habe trotzdem die Form. Die denken gerade, du hast einen richtigen Rüssel. Du bist das doch einmal. Verstehst du? Geh doch mal so nach Hause jetzt. Ja, es geht nur darum, Bro. Make it in the Ja, genau, am Ende ist ja egal. Wer kommt auf die 2? Tim. Oh, wirklich? Würde ich dann sagen, Tim? Ja. Tim hat schon einen Mazedonischen, oder was? Für Mazedonischen. Also, ich weiß wirklich und ich... So dumm, weil die auch alle wissen, wie ihre Schwänze aussehen. 100%. Krieg leider ungefragt echt viele Bilder. Sebastian muss eigentlich zwischen 2 und 3 hier. Ey, wie Nico sagt, am Ende ist es, man kommt jetzt auf die Welt, man kann nichts machen. Wir stehen hier so wie so Verbrecher, die auf einmal da sind. Hallo. Hallo. Hi. Fangst du es mal dicker an dir? Nee, wir dachten einfach, du warst immer ganz vorne und wir wollten auch raus, dass die anderen ein bisschen nach vorne rücken. Nee, danke Tim, aber wie ist das für dich jetzt, lieber so live zu sehen und kennst du auch immer nur aus? Ich glaube, Tim kann nach dem Outro da sagen, wir bedanken uns erstmal bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr da wart. Schaut gerne vorbei. Okay, Leute, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Danke auch nochmal an alle Models, die hier waren und uns bewertet haben, sich Zeit genommen haben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert die Renos, um keine Videos zu verpassen in der Zukunft. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Yeah, das war cool, Mann. Shaken, Alter. Funny. Geil. Echt geil, Mann. Yeah. We will.